Hi, bin hier in der Laubenbacher Mühle. Ja, ich kann es mir nicht begreifen, mal ein Autovideo zu machen. Ich frage mich jetzt wirklich, was ist mit unserer Bank wieder los? Hat die jetzt auch ihren Streik angekündigt oder bin ich da irgendwo in einen falschen Film gelangt? Das ist irgendwie sehr ärgerlich. Ich erwarte mir von einer Bank, wenn sie Fehler macht, dass sie ihn korrigiert und sich entschuldigt. Aber nein, die Bank spielt wie immer das gleiche Spiel, aber nur heute am 1. Dezember. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Soll ich lachen, soll ich weinen? Aber das wird irgendwie schon bald. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum jetzt eine Bank so lange braucht. Hauptsache, man steckt ihnen die Gebühren, die zu hoch sind, in den Popsch. Also in den Hintern natürlich. Ja, ich wünsche euch auch noch allen etwas. Ich warte noch, bis die Bahn kommt. Und dann sehen wir ja weiter. Vielleicht löst sich ja dann das Problem. Übrigens, gerade frisch meine Käppi gekauft. Hat sich mal gelohnt, eine Investition. Das Investment hat sich auch gelohnt. Tschüss.